Willkommen, mein Name ist Dan, Ihre EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ich bin voll verkohlt. Ja, in der letzten Folge, naja, sieht man ja, ne, haben wir Episode 3 abgeschlossen. Anakin sieht nicht mehr so gut aus, ne, in seinem jetzigen Outfit, ne. Und ja, wir haben Episode 3 abgeschlossen und jetzt sind wir ja wieder im freien Spiel, wo wir halt uns wieder austoben und Sachen sammeln und was weiß ich nicht alles, ne? Und ja, das wird lustig, ne? Das könnt ihr euch vielleicht wieder ein paar Parts hier drauf einstellen, ne? So bestimmt 5-6 Parts oder so, keine Ahnung. Je nachdem, wie viele Sachen ich finde, ne? Und ja, boah, wir schreiben heute Donnerstag, den 25. Januar, 25. Ja. Ich wollte eigentlich Genshin Impact gerade streamen, ne? Um 20 Uhr. Okay, Sand. Die habe ich schon offscreen gesehen, diese Sandburgen und habe mir schon gedacht, ja, die muss ich bestimmt kaputt machen, ne? Ja, wie gesagt, ich wollte heute Genshin Impact streamen, aber mein Internet ist gerade ein bisschen am rummotzen. Meine Upload-Zeit ist irgendwie voll im Eimer. Es gibt ja Download- und Upload-Speed, wenn es um... Ich hasse Sand. Wenn es um hier Internetgeschwindigkeit geht und so, ne? Und mein Download-Speed ist komplett normal. Also Videos angucken, Sachen downloaden, ist wie immer. Aber Upload Speed ist gerade voll im Eimer. Das heißt, irgendwie dauert alles irgendwie sehr viel länger hier hochzuladen. Deswegen konnte ich auch am Donnerstag kein Lego Star Wars Part raushauen, weil das einfach irgendwie den halben Tag gedauert hat und das jetzt immer noch am Hochladen gerade, ne? Und ja, ich habe so einen Teststream von Genshin gemacht, da war voll am Längen, weil halt meine Upload Zeit so im Eimer war, ne? Also ja, da hätte ich nicht streamen können. Deswegen habe ich ihn auf morgen verlegt. Ich glaube, da ist jetzt schon wieder ein bisschen besser. Aber ich wollte mir jetzt heute nicht unnötig noch Stress machen. Deswegen habe ich ihn noch einen Tag verschoben. Und ja, damit ich halt nicht komplett unproduktiv in Sachen aufnehmen oder streamen bin oder so, habe ich mir gedacht, so spielt am nehmst du ein paar Parts von Lego Star Wars auf, ne? Da hänge ich auch so ein bisschen hinterher mit den Parts, glaube ich. Und ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, es ist morgen besser, damit alles in Ordnung läuft hier mit dem Stream und so, ne? Und ja, wir machen dann jetzt einfach ihr Lego Star Wars weiter und gucken, wie es hier weitergeht, ne? So, hier ist eine Quest, aber das ist wieder so ein Gonk-Druide, ne? Gonkulina muss Tür öffnen. Fremdling helfen Gonkulina, Tür zu erreichen vor Truppenschützen ist nicht schwer. Sogar Wookie können das tun. Gonkulina helfen. Komm, beschützen Gonkulina. Voll Skunk. Na, dann mal los. So, wir tun uns jetzt hier aus. Wir machen hier alles Mögliche, ne? Alles, was wir finden sollen. Auch die Klonsoldaten sind immer noch feindlich. Ah, da ist sogar ein Lebensbalken, sehe ich gerade. Ja, diesmal war ich vorbereitet. Was? Ach, war ich ihn? Boah, ich habe hier 3 gedrückt. Wegen Kontern wollte ich machen. Boah. Da und jetzt. So. Ich hab doch. Boah. Ich hatte im Menü war, denke ich, ne? Mein Gott. So. Noch mein Mandalorianer, ne? Der hat schon so ein bisschen gespielt, ne? Er hat Grogu bei sich, ne? Also Baby Yoda. Wo ist er? Hier. Jetzt mal, wenn irgendwie was angegriffen wird, ne, dann geht das Ding irgendwie zu voll putzig, ne? Also ja, gut, so viel dazu. Die haben aber alle keine Voice Lines, was mich ein bisschen stört, ne? So, Sand, ich hasse es, Sand, es landet überall. Boah, diesmal war ich wieder 3 vorbereitet, ne? Warum fliegen denn so weit weg? So. So, diesmal war ich bereit. Was zum? Okay. Also ich werde vielleicht ein paar Parts jetzt hier auf Lager aufnehmen, einfach nur, und ich mir darüber keine Sorgen machen muss, ne?
weiß nicht. Ich hatte auch keine Lego Star Wars Parts zurzeit fertig, deswegen konnte ich halt am Donnerstag nicht welche hochladen, und weil mein Internet irgendwie so komisch ausgesetzt hat und rumgemeckert hat, war halt sehr schlechtes Timing, weil ich brauchte noch für den Tag hier ein Part, ne? Aber hatte ich nicht Beine. Aber wie es sich nochmal anfühlt, Beine zu haben, ne? Und ja, diesmal natürlich ein bisschen. Diesmal natürlich mich ein bisschen vorbereiten, so ein bisschen, ja, im Voraus aufnehmen, damit ich halt Sachen hab, ne? Damit erstmal keine Sorgen drum machen muss, weil ich finde das voll nervig, ne? Am liebsten jeden Tag einen hochladen, aber wenn dann sowas passiert, kann ich leider nichts machen. Ich habe jetzt hier zwei Parts noch auf Lager, die hochgeladen werden. Beide sind noch nicht komplett hochgeladen, ne? Der eine ist fast, also am Freitag gibt es wieder ein Part. Aber so was nervt mich, Mann. Aber was soll man machen, ne? Das sind halt die. Das sind halt die. Die Herausforderung eines Let's Players. Schrägstrich Streamers, ne? Ein Pfad voller Ausdauer und Beschwerden. Gonkulina kommt endlich an. In den Schlitz. Gonkulina muss an Mutti springen. Jetzt oder nie? Was hier? Okay. Spürtruppler, Kashyyyk. Natürlich erstmal wieder hier freischalten, ne? Man denkt mal direkt an. Ich habe übrigens hier den zehnfachen Bonus, ne? Freigeschaltet. Ne, hat man vielleicht schon bemerkt, ne? Ich habe da plus 384.000 oder so, ne? Dann habe ich noch das hier freigeschaltet. Witzige Waffen. Mal sehen, wie das aussieht. Weil jetzt ist eigentlich nur alles so ein bisschen zusätzlicher Luxus, ne? Hi. Ah. So, witzige Waffen. Was haben wir denn hier? Boah, nice. Anakin. Anakin. Du kriegst ihn aber sowieso nicht down. Doch, kriegst du so. Ah, das ist ein Föhn. Sehr gut. Oh, schön. Also ja. Die Bonus werden wir uns alle ja noch einverleiben, ne? Weil jetzt ist eigentlich alles egal. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie, weil nicht die Steinchen brauchen werde, ne? So einen riesigen Bonus brauche ich, glaube ich, gar nicht. Das ist schon ein bisschen krass. So, was haben wir hier? So. Auch wenn gar nichts so. Dann möchte ich mal zu Tarkin, ne? Tarkin Frawn. Banane. Tarkin. Großmuff Thrawn, right? Da sind sie. Schnappt sie. So, hey, du hast einen Charakter irgendwie. Ich dachte, oh Mann, oh, das hätte ich auch so aufmachen können. Okay. So, okay. Hier ist immer noch ein Ding. Durch jetzt Wasserballons auf die Waffen. Sehr nice. So, ja. Aber oh, die haben auch lustige Waffen, alles klar. Oh. Was ist das denn? Ah. Alles klar. Oh, ist ein bisschen komisch, die Karte verschwindet, wenn ich in dem Modus bin. Ein bisschen unpraktisch, wenn ich ganz ehrlich bin. So, du gibst mir ein Schiff, sehe ich gerade. Also, Chewbacca. Danke, wer weiß, was sie mit uns vorhatten. Hier, nimm das als unsere Art, Danke zu sagen. Ja, wir verstehen auch nicht, was Chewbacca sagt. Also, was bringt uns dann, wenn er jetzt mit ihnen spricht? Wir wissen ja auch nicht, was da los ist, ne? Weißt du denn? Eine Wasserpistole. Ah, nee, so ein Paint. So ein Paint Gun. Druidenkanonenboot. Oh ja, die Dinger.
Cool. So. Ja, das ist ein interessant herausfinden, was jeder Charakter hier hat. Ich nehme jetzt an, jede Klasse hat irgendwie verschiedene Sachen, ne? Nein, die Sandburgen muss ich mit. Ich hatte dann die Sandburgen muss ich alle mit Anakin erledigen. Okay. Was tun dafür nur für Fanwender? Das ist Kashyyyk, der Heimat der Wookies und manche Dinge, dass sie hier landen und es uns wegnehmen können. Nicht unter meiner Aufsicht. Was ist eigentlich mit Kashyyyk passiert? Ich habe irgendwie so was gehört. Kashyyyk wird dann irgendwie, ich glaube, versklavt vom Imperium später. Oh. Oh. Ey, Mann. Da war wohl irgendwie, ich glaube, die Druiden haben irgendwie, ne, nicht die Druiden. Nee, das Imperium hat irgendwie versucht, die Kontrolle über Kashyyyk zu erlangen, ne? Nachdem alles da passiert ist, ne? Ich meine. Druiden wurden erledigt, ne? Das heißt, die Klontruppler waren als einziges nur noch auf Kashyyyk übrig, die als für die Wookies gekämpft haben, ne? Ich nehme an, die haben sich dann direkt gegen die aufgelehnt, direkt nach hier, nachdem die sich gegen Yoda gestellt haben, ne? Hab ich alles getroffen und das nicht. Also keine Ahnung, ne? Ich nehme jetzt nicht mal an, ich nehme nicht an, dass es irgendwie gut ausgegangen ist da, ne? Auf Kashyyyk. Da wir laufen noch so ein bisschen am Strand herum, würde ich sagen. Aber da sehe ich irgendwie nichts so. Einfach nur um zu gucken hier. Wegen Sandburgen und so, ne? Damit wir die auch zerstören können, ne? Einige Story-Levels habe ich noch mal gespielt, ne? Hier die mit Yoda, mit Palpatine, hier der Kampf gegen Palpatine, gegen den Senat, ne? Und später Obi-Wan und Anakin habe ich noch mal gespielt, habe nicht alles bekommen da. Wie lange soll ich wohl anstandhalber damit warten, bis sie ihre Bestandteile zu zerlegen? 2 Tage, ein paar Stunden, bis der Fall ausgezogen wurde? Also ja, ich glaube die Level von Yoda, da habe ich alles erreicht, ne, habe ich alles bekommen. Ich soll vielleicht mit Chewbacca rumlaufen einfach nur, weil ich ja sehr wahrscheinlich nur mit Wookies reden werde, ne? Genieße schön unserer Wurschri-Bäume, wie ich sehe. Wookies leben seit Jahrhunderten in diesen Bäumen. Wenn du nach einer Herausforderung suchst, dann folge unserem Pfad bis zur Spitze. Naja. Also Yodas Level habe ich geschafft, alles zu holen, aber die anderen noch nicht. Guck mal. Ich weiß nicht, wie ich irgendwie Palpatine blenden soll. Keine Ahnung. Die Truppen sind auch nicht alle weg. Bitte hilf den verletzten Wookies. Sie sind anfällig für Angriffe. Mein Cousin ist irgendwo da draußen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Man muss nicht bei jedem Sprung hier so einen Turm von dir geben, ne? So, mit dir kann ich nicht reden. Ich meine, ich kann mit dir reden, aber du bist nur dieser Tipps-Kollege, ne? Ja. Boom. Also ich weiß gar nicht, was jetzt irgendwie der Sinn ist, noch irgendwie Steinchen einzusammeln. Ich habe mehr als genug, ne? Stirb. Also das ist schon ein bisschen Overkill, ne? So mit den, oh, du kriegst 3840 mal 3840 Dinger, ne? Das ist schon ein bisschen krass, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich werde nie im Leben so viele Dinger da brauchen, ne? Einige der Bonus kosten halt so viel, aber ich habe noch irgendwie mehr als die Hälfte des Spiels vor mir. Also ich glaube, ich werde viel zu Overkill hier in Sachen Steine sein. Obwohl wir den Großteil der Klonarmee zurückgeschlagen haben, sind einige Klone noch immer im Dorf. Unsere Krieger kämpfen, aber noch so lange Zeit sind sie sicher erschöpft. Wenn du uns helfen willst, dann geh zu ihnen und helfe ihnen, die bösen Klone zu bekämpfen. Ich will mitkommen, aber mit meiner Verletzung würde ich dich nur aufhalten. Okay. Wir schätzen dir für. Ich habe markiert, wo sich unsere Krieger zuletzt im Kampf gesehen habe. Hilf ihnen, die bösen Klonarmee zu besiegen. Die böse Klonarmee. Den Nachzüglern nachsetzen. Und die bösen Klone. Boah. Ja, ne, sind die eigentlich, ne? So. Das ist ein Kopfgeldjäger, das heißt, für dich kriege ich Geld, wenn ich Leute töte. Yay, yay. Oh. Lass mich wieder wechseln. Ah. Ja.
Das war knapp. Ich danke dir. Sie hätten mich gar nicht in die Enge treiben können, wenn unser Captain nicht wie ein Kleinkind weggelaufen wäre, nachdem sich den Zeh an einem Felsen gestoßen hatte. Diese Losche. Nein. Unser Wushi-Bäume zu erklingen ist nicht leicht. Mit dir habe ich doch schon geredet, oder? Nein, nee, anscheinend nicht. Aber du hast auch wieder das gleiche gesagt, finde ich. Okay. Singt tiefen Ton. Singt mitteltiefen Ton. Oh, unerhört. Sie wollen nicht hören. Sie sind an den falschen Positionen, verspotten meine perfekt geplante Performance. Ich wünschte, ich hätte die Jedi-Kräfte, dann könnte ich sie überzeugen, zuzuhören und auch auf die richtige Position zu gehen. Da können wir alle unser Leben weiterleben und diese peinliche Vorstellung vergessen. Singt hohen Ton. Singt mittelhohen Ton. Ah. Ah, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin. Ne? Aussteigen. Ah. Mitteltiefen, ne? Denkt hohen Ton. Denkt tiefen Ton. Nimm an so, ne? Ich muss ja immer an Apes Odyssey denken, ja, an Odd World. Da habe ich letztens auch irgendwie so ein Remake gesehen im Laden. Ich wollte mir halt eigentlich mal holen. Wäre so ein typisches Spiel, das ich früher als Kind gespielt habe und mir voll Spaß gemacht hat und ich gerne wieder spielen würde, ne? Irgendwie perfekt. So. Du. Komm her. Ja, ich habe das richtig so. Na, wunderschön. Ja. Ob das nicht gecopyrighted wird, ich weiß nicht. Oh ja, danke. Oh mein Gott. Da war übrigens so ein cooles Easter Egg hier in Kampf der Helden hier zwischen Obi-Wan und Anakin. Da gab es irgendwie so einen Raum, den ich irgendwie betreten konnte in der Level, und da war irgendwie so eine Band, die hat irgendwie hier Battle of the Heroes hier, dieses ja, das Kampfthema hier von Obi-Wan und Anakin, ne? Die haben das gesungen und da war irgendwie so ein geiler Heavy Metal Remix davon, irgendwie, was die da gesungen haben, also gespielt haben. Wookies nehmen den Baum von Sandburg ziemlich ernst. Du ahnst nicht, wie weit Wookies gehen würden, um sich vor eine zerstörte Sandburg zu rächen. Oh, oh. Kämpfe ich gleich gegen Boss oder irgendwie so, nachdem ich die alle kaputt gehauen habe. Ah. Ja, ich muss die alle mit Anakin erledigen. Morgen. Der nimmt die Sandburg einfach so mit der Macht nach oben, so Telekinese, ne? Tut sie so zerquetschen. Okay. Gar nichts. Hier ist eine Sandburg irgendwo, glaube ich. What? Oh, waren hat hier die Typen, die ich alle erledigt hatte, schon? Ich hab schon 3 von 3, Wald. Ich nehme an, das waren diese Typen, die ich irgendwie gesehen hatte hier letztens, ne? Die schon am Anfang des Parts hier erledigt hatte. Weil die mich halt genervt haben, ne? Ich nehme an, ne? Na gut. Ja, wir haben die Quest schon erledigt, dann cool. So muss das. So macht man das.
Na gut, warum nicht, ne? Bonk. Na gut, ist das der hier? Ist das ja die Belohnung, wo ich gerade hinrenne, der Kreis? Gut. Überrascht, dass ich nicht schon gestorben bin. Stirb! Sandbogen-Tyrannei. So, jetzt können wir Anakin mal rauspacken. Weil jetzt keine Sandbogen mehr übrig sind, ne? Es gibt nichts Besseres als Drühen auseinanderzunehmen. Das Knacken und Knirschen erinnert mich. Er hält an dem bisschen einen reifen Skischockfrucht. Skischockfrucht. So. Ich habe schon lange überlegt. Es gibt irgendwie so eine Lego-Figur-Set von dem Mandalorianer und Grogu. Ne? Irgendwie so 15 Euro oder was. Naja, aber da sind noch zwei Figuren drin. Ich meine, der Mandalorianer ist cool. Hätte ich auch gerne so in meine Sammlung. Der ist auch so, der passt so zu meiner mandalorianischen Armee, die ich hier aufbaue in echt, ne? Da Grogu noch dabei und das Schiff, das mit so ein Schiff dabei, und das Schiff interessiert mich jetzt nicht wirklich, und Grogu auch nicht. Und Wookie ist es verboten, uns die funkelnden Kostbarkeiten anzueignen. Da wir nicht wissen, wo es herkam, müssen wir annehmen, dass es gefährlich ist. Aber da du ein Fremder bist, mein junger Wookie-Freund, kannst du damit anstellen, was du willst. Dein Wohlergehen liegt an uns etwas weniger an Herzen. Cool. Sagt er zu seinen Wookie-Kollegen. Ich spüre eine Ruhe über dem Dorf. Du hast uns vor den Klonbedrohungen befreit, nicht wahr? Danke, Kachiro steht für immer in deine Schuld. Übrigens, hat einer der Krieger etwas gesagt, dass du sie gerettet hast, dass ich sie im Stich gelassen habe? Wahrscheinlich nicht. Und wenn es war, und wenn, war es wahrscheinlich Unsinn. Der böse Skauderwelsch. Haha. Hier, nimm diesen Stein. Vergiss, was du gehört hast. Yay. So, wie komme ich da hoch? Lianen schwingen ist das, glaube ich, ne? Die Quest, ich habe da Gerüche davon, da oben. Da oben habe ich Lianen gesehen. Ich weiß nicht, warum die Leute denken, dass Sherewalk eine schwer zu erlernende Sprache ist. Es ist so einfach. Wir haben 150 Wörter für Holz. Ja, so heißt die Sprache, ne? Sherewalk von den Wookies, ne? Das weiß ich auf den Knights of the Old Republic. Im Moment wusste ich es nicht mehr, aber sobald ich den Begriff gehört hätte, ne, dann wäre es schon wieder ganz sicher. So. Oh, da muss ich ein Dings hinbauen, nehme ich an, ne? Mal Ayla Secura, ne? Haben wir ja auch noch nicht gespielt. Sie hat leider nur ein Lichtschwert, ne? Ich meinte, sie hatte doch zwei, ne? Im Battlefront hatte sie, glaube ich, zwei. Wenn ich mich irre. Wenn ich mich da gerade falsch. Nein, man. Boah, ich so auf das andere Ding. So, muss ich mir jetzt so einen Weg bauen, fast. Also im Kampf der Helden ja zwischen du sollst halt das hat gerade darauf packen. Jetzt komme ich da nicht dran. Ja, genauso da drauf packen, genauso. Okay, geht anscheinend nicht. So, da sehe ich noch eins. Und ja, da gab es irgendwie so einen geheimen Raum, den man öffnen musste. Da gab es irgendwie so ein Minikit, glaube ich. Und Kollege. Warum kann ich halt nur auf so eine bestimmte Weise da? Ja, da gab es irgendwie so einen Bandraum mit so einem Musiker, die haben irgendwie Schlagzeug und Gitarre und so gespielt, und die haben irgendwie so einen geilen Remix von Battle of the Heroes gespielt, also hier das Thema hat gespielt wurde im Hintergrund von dem Kampf. Und die, oh, oh, oh.
War richtig cool, richtig cooles Easter Egg. Aber da konnte ich auch nur rein, während irgendwie ist das Ding nicht an, ne? Aber ich konnte auch irgendwie nur rein in diesen Raum mit einem, ich glaube mit einem Schurken oder irgendwie so hat, also jedenfalls irgendeine Klasse, die ich nicht hatte, als ich mal Captain Rex, ne, mit zwei Bananen. Also ich konnte in den Raum sowieso nicht hier rein ohne hier. So, die Frage ist, jetzt komme ich da jetzt, kann ich das nicht aktivieren, weil ich nicht nah genug daran bin, oder? So. Ha. Also ich konnte da sowieso nur rein mit einem Schurken oder irgendwie einen Helden oder so, also irgendein Charakter. Boah, ich hatte auch einen Helden, Obi-Wan. Also irgendein Charakter, den ich im Geschichtenmodus halt nicht hatte. Also ich hatte so oder so nicht zeigen können. Jetzt extra noch mal hier ein Video zu machen, um euch das zu zeigen, keine Ahnung. Habe jetzt keine Lust drauf, ne? So, ich Captain Rex ist doch hier der. Er ist der Captain von der 501. Ne? Also Anakins Truppe, oder? Bei der blaue Klamotten, ne? Ich habe die Clone Wars nie gesehen. Ich weiß ja, in Clone Wars und in den ganzen Serien, da lernst du ja viele von diesen ganzen Klonen kennen, ja, mit so Namen und all so was, ne? So Cody und Rex. Cody ist, glaube ich, hier von Obi-Wans Gruppe, ne? Von Obi-Wans Soldaten, ne? Und Rex ist hier von Anakin, ne? Nehme ich jetzt mal an. Ich weiß es aber nicht. Oh, ich kann da sogar ran. Gott. Lian erahnen. Oh, einige Charaktere haben aber gar keine Voice Lines, ne? Schade. Aha. Ja. Wollt ihr uns abknallen? Nee, ne? Na, tue ich jetzt den Kran oder so bauen? Ja. Yep. So weit von. So, die Frage ist, wollt ihr uns erledigen oder nicht? Hallo? Hallo? Ist da draußen jemand? Oh, ich muss das hier. Ja. Damit kann ich nicht weiter. Ja. Ja, ich kann nicht weiter. Aber ich muss hier ziehen sich. Dann zieh mal. Hey yo. Auf unserer Seite. Danke für die Unterstützung. Ich hoffe nur, dass wir hier wegkommen, bevor jemand anfängt zu fragen, wie wir das Ding festfahren konnten. Ha! Also das Gefühl, ich hätte diese Quest machen sollen, bevor ihr alles sich verändert hat. Ne, Truppler in der Klemme. Bevor ihr alles hier, wo die dunklen Zeiten begannen. Blau, pink, rot. Nee, ist immer zufällig. Okay. So, wie sieht's denn hier aus? 62,16%. Cool. Also, ja, ich glaube nicht, dass das so lange wird hier alles. Aua, zusammen. Klar, warum nicht brüllen? So, da auf den Bäumen muss ich noch ein bisschen sammeln, alles klar. Ja. Obwohl, oh, Foreshadowing. Chewbacca hinter so einem ATST Prototyp. Ich weiß, die heißen nicht so. Ich nenne die aber nur so. Ich nicht weiß, wie die genau heißen. Haben wahrscheinlich irgendwie so komische Namen, so ATX Walker oder irgendwie so was. Nee.
So, da oben die ganzen Plattformen. Da war doch hier immer so eine Level hier in Battlefront, ne? Da waren diese Dinge alle so im Wasser, ne? Wir sind hier am Strand. Sorry, sorry. So, wie komme ich da hin? Mich alle einreißen. Irgendwie so ein Ding, wo ich mich hochziehen kann oder so, ne? Nö. Geh mal den Baum hoch. Muss ich sowieso hin, ne? Da sind sowieso voll viele Sachen. Was haben wir da? Bananen. Bananen. Einmal Banane. Einmal Banane. Look at me, Mom. Ah, wir kennen das Video. Ich weiß gar nicht, ob es davon irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es davon irgendwie eine normale Version. Ich kenne davon irgendwie nur so eine My Little Pony Version. Und Prinzess Celeste ja irgendwie so ein Bananen-Outfit. So. Aber ganz eindeutig nicht eine weibliche Stimme hatte, sondern irgendwie nur so ein Typ so. I'm a banana, I'm a banana. Look at me, Mom. So, du bleib mal da stehen. Hast du auch so einen Enterhaken? Wo bist du? Ich weiß nicht, ob du auch so einen Enterhaken hast. Was? Aber was? Wo? Oh, hier. So. Was haben wir gewonnen? Ein Stein, natürlich. Das ist halt komisch an dem Spiel, ne? Du hast ja so viele Sachen zu sammeln, ne? Aber kannst du wirklich nicht mehr was damit anfangen, ne? Beide Hebel in Bewegung setzen. Komm ich da rein? Oder sind so Schalter? Ja gut, aber wie komme ich da hin, ne? Ja, ich sehe, ich muss auch mit der Macht irgendwie die Dinger, glaube ich, hier. Ja. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme bis jetzt. Kann ich da auch? Ja, nein. Ja. Skyrim in meinem Weg nach oben, ne? Wie kommen sie da hin? Ich weiß es nicht. So, guck mal, da war man irgendwie noch nicht. Ich bin der Kopfnuss. Geil. Also ja, irgendwie gibt's voll viele Sachen zu sammeln. Problem ist, ich finde eigentlich irgendwie das einzige, was du hier sammelst, ist halt die Steine, ne? Und die Steine kannst du halt für Dings hier eintauschen, für neuere Skills und so, welche das Spiel nur noch einfacher machen, ne? Aber nice. Guck mal hier. Ein Sternenzerstörer Prototyp. So, in der Regel habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe diesen Bonus hier, welcher jetzt das Sammeln eigentlich nur noch einfacher macht, ne? In Farbe. Wow. Eine Angst schieße ich auf dich. Beruhige dich, mein Bruder. Ich lasse es lieber langsam angehen. Auf Kashyyyk wurden häufig genug gekämpft. Besonders hier in Kachiro. Ich denke, ich habe mir eine Pause verdient. Hat's voll gebracht. Also letztendlich sammelt man eigentlich nur, um zu sammeln, ne? Gibt jetzt nicht irgendwie weit nicht. Sollte irgendwie so Aufgaben geben oder irgendwie sowas. So, ja, um diese Level zu spielen, brauchst du so und so viele
Steine und die muss man halt bezahlen, ne? Also sobald man die Multiplikatoren hier schon freischaltet, ist es schon vorbei eigentlich. Und ja, ich weiß, nicht jeder ist irgendwie so vorausplant wie ich und denkt sich so, ah, wenn ich die Multiplikator so schnell wie möglich sammle, ne, dann brauche ich mir keine Gedanken um Steine machen, ne? Ja, bei dem Punkt bin ich ja leider schon angekommen, ne? Und jetzt sammle ich eigentlich nur damit für den Zweck zum Sammeln, ne? Aber wirklich irgendwie was davon bekommen tue ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das einzige, was jetzt nur noch interessant ist, sind die ganzen Datenkarten, die mir ja so Dinger geben wie das hier, ne? Wo ich halt so lustige Bonuseffekte und also was freischalten kann, ne? Gibt irgendwie so eine, ich nenne die einfach mal Mods, ne? Es gibt irgendwie so eine Mod, mit der irgendwie, ich glaube, die Cantina-Musik hier dauerhaft abgespielt wird, ununterbrochen, überall. Da war ja zum Beispiel interessant, ne? Aber ansonsten, ja, irgendwie, da gab es dann so Mod hier für große Köpfe oder irgendwie sowas. Aber ja, eigentlich tue ich jetzt nur noch sammeln, damit ich jetzt hier komplettiere, ne? Ich nehme halt für Trophäen, ne? Nehme ich jetzt auch. So, jetzt muss ich wieder finden, wo die letzten Dinger sind. Da ist noch einer. Sind die alle höher? Ich nehme an, die sind immer hier. Erstmal die Dinger suchen. Ich weiß es nicht. Eins. Zwei. Müssen ja hier sein, ne? Drei. Vier. Okay, dann machen wir so, ne? Eins. Zwei. Der tut schon automatisch eigentlich dahin ziehen. Das bringt mich irgendwie so aus der Fassung. So, wo waren die letzten? Der war über die Tür, ne? Ja. Sag ich gar nicht ziehen. Ich kann einfach nur R2 drücken. So, oh Gott, war das irgendwo hier? Ja. Ich dachte, den hat schon abgeschossen. Cool. Oh, wappa. Oh. Und wappa. Boom. Wasche schießen. Wie hast du mich gerade genannt? Okay. So, ich habe übrigens irgendwie gemerkt, immer wenn irgendwie so was Liedern ist, dann können, glaube ich, Schurken damit interagieren, ne? Das ist auch irgendwie so ein Rätsel im letzten Level von Episode 3. Keine Ahnung, da waren irgendwie so Dinger, so lierne Dinger und Chewbacca konnte irgendwie so anvisieren. Was wir auch hier in Yodas Level gemacht haben, habe nicht so genau gecheckt, was wir da gemacht haben, aber irgendwie zielt er an irgendwie auf alles Lilane und dann denkt er sich so, ah, das muss ich abschießen, ne? Und dann schießt sich das ab und dann boom, passiert irgendwas. So ganz irgendwie so um den Dreh funktioniert hat. So, hast du auch so ein Ding zum Anziehen? Ne, muss man aber auch nicht. Was stand da? Tut mir leid. So, oh, hier kann ich doch sicherlich irgendwie. Okay. Ich mal kurz hier hin. Muss ich da bestimmt hoch, ne? Pass auf. So. Jetzt muss ich die alle irgendwie da eben packen, ne? Oh, das ist ein Stein, sehe ich gerade. Na, warte. Um dich kümmere ich mich später. Ich brauche den einen Stein, aber da unten, ne? Und den brauche ich auch noch. Da sind ja noch mehr. Nein, ganz ruhig. Nein. Nein. Enia. Ne. Komme ich an der Liane nicht vorbei? So,
noch einen, wenn es geht. Nein, nicht du. Blöde klassische. Nein, jetzt habe ich den. Boah. Boah. Ist halt blöd, dass hier so viele Funktionen auf einen Knopf sind, ne? So, jetzt haben wir aber genug, ne? So. Fall bloß nicht darunter, während du das Ding hier bewegst, weil die bewegen sich immer. Wenn die irgendwie mit der Macht am rum hantieren sind. Ja, ja. Ja, fast, fast, fast. So. Okay. Oh, ich habe jetzt eine Abkürzung, ja, ne? Können wir mal machen, ne? Rex. Boom. Ah, schön. So, jetzt muss ich nicht immer diesen Umweg gehen anscheinend. Okay, hier ist einfach so ein Stein unbeaufsichtigt. Okay. Kisten klettern. So, upsala. Muss ich gegen mein Mikro kommen. So. Oh ja. Oh, hallo. Was machst du hier? Bitte geh deines Weges. Wir verstecken uns aus gutem Grund hier. Die Klonsoldaten dürfen nicht erfahren, dass wir hier oben sind. Sie werden uns einsperren und von dem Planeten schaffen, wie die anderen. So. Da kommst du da runter. Aber ich kann auch einfach da runter springen. Also. Keine Ahnung, wurden die irgendwie versklavt, die Wookies, nach was hier passiert ist? Nach Order 66? Ich könnte mir das irgendwie vorstellen. Ich will erklären, warum es irgendwie nur Chewbacca gibt, ne, in der Originaltrilogie. Gott. Ne? Oh Gott. Ja, da will ich lieber jemanden. Ne. Oh. Langsam. Keine verrückte Kamerafahrt hier. Ist irgendwie so in Charakter für sie, ne? Ich weiß nicht wieso, aber ey, das Secure hat mich immer irgendwie so, mir immer so vorgestellt, dass sie irgendwie so ein so eine Art athletischeren Jedis ist. Nein, weil sie schon mit zwei Schwertern gekämpft hat. Weiß nicht, ob das Canon ist oder nicht, ne? So, einen Stein muss ich noch holen. Fällt mir gerade ein. Weil immer wenn ich so Leute mit so zwei Lichtschwertern sehe, dann denke ich mal entweder, das sind voll die guten Kämpfer oder das sind irgendwie so die Rogues, ja, die unter den Jedi Kämpfern, ne? Deswegen habe ich in Knights of the Old Republic auch immer hier du hast ja auch im zweiten Teil konntest du ja auch einige deiner Hauptcharaktere hier zu Jedis machen, ne? Ja, Etten zum Beispiel hier, der war ja ein Gauner vorher und den konntest du auch irgendwie, wenn du irgendwie genug Freundschaft mit denen hast, konntest du die ja zu Jedis ausbilden. Und Etten, der ist immer mit ich bräuchte ja mal Jango Fett vielleicht. Den sein bestes Bild, sag ich mal, ist er immer hier mit so mit zwei Pistolen. Also es ist natürlich am besten, ihm noch irgendwie, weil nicht zwei Lichtschwerter zu geben, ne? Willkommen in Kachiro. Ja, schon wieder so eine. Es gibt immer irgendwie so eine, die heißt so, oh, willkommen hier zu diesem Planeten. So, wir sind ja schon fast fertig, ne? Ein Charakter fehlt mir noch, 7 Steine. Gehen wir mal den da hoch, ne? Den Baum. Dann gab es, glaube ich, noch Mira, ne? Die hat, glaube ich, auch. Obwohl ich die war, glaube ich, mit einer Pistole, weiß ich nicht. Aber ich muss mal Knights of the Old Republic zweimal wieder spielen. Ich habe letztens mal
Old Knights of the Old Republic 1 gespielt. Aber ich habe noch gar nicht zu Ende gespielt. Ich war kurz vorm Ende. Das ist immer so eine Sache, ne? Immer wenn ich so weit am Ende eines Spiels bin, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Weil ich dann immer weiß, so, oh, wenn ich jetzt noch weiter spiele, dann ist es irgendwann zu Ende und dann dann stehe ich da, ne? Mein gutes Spiel wieder abgeschlossen. Das war Fire Emblem auch immer so. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Fire Emblem macht mir immer am meisten Spaß am Anfang und so in der Mitte der Story oder des Spiels oder was auch immer, weil da hast du noch, da kriegst du die ganze Zeit am laufenden Band noch neue Charaktere und da macht der, da ist der Sprung so bei jedem Level noch so groß, ne? Weil das Spiel halt noch nicht so schwierig ist, merkt man dann auch so ein bisschen so, oh mein Gott, mein Charakter ist jetzt so viel stärker, ne? Und dann kommen, dann tun natürlich irgendwann hier die Klassen sich wechseln, ne? Du kannst ja Klassenwechsel durchführen und so. Dann erlebst du auch noch mal so einen riesigen Sprung an Stärke, ne? Oh, kann ich gar nicht machen. Nein. So, ich habe meinen Kämpfer gerade zum Krieger gemacht. So, mein Myrmidon in Schwertmeister, der kriegt jetzt seine plus 15 Crit Chance. Oh, der crittet jetzt hier mit jedem Treffer. Oh, richtig geil. Da merkst du halt nur so einen Unterschied, ne? Aber am Ende, wenn das Spiel irgendwie dann wieder schwieriger wird, ne? Und die Gegner nur noch mit solchen Powerhäusern durch die Gegend laufen, dann merkst du irgendwie so was von dem Stärkesprung nicht mehr so. Und weil ich deswegen mag ich immer hier so den mittleren Teil von jedem Spiel. Vor allem bei Rollenspielen. Da habe ich glaube ich bei Final Fantasy 16 mal angesprochen, ne? Nein, komm. Oh. Na gut, dann nehmen wir jetzt jemanden, der. Nee, du kannst nicht doppelt springen. Natürlich. Nehmen wir mal einen 501. Truppler. Und ja, meine Lieblingsgruppe ist natürlich die 501. Anakins Truppe, also die einzige, über die ich hier halbwegs irgendwie was weiß, ne? Weil die halt so einen eigenen Story-Modus hatten. Battlefront 2 damals hier, da war richtig cool. Wenn es in diesem Spiel irgendwie nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ich das Spiel nie gespielt hätte, wenn ich den Story-Modus nie gespielt hätte, hätte ich glaube ich irgendwie nie herausgefunden, dass irgendwie einige Klone rüber zu den Imperium gegangen sind, ne? Was eigentlich ja voll eigentlich die logische Schlussfolgerung ist, ne? Ja, natürlich sind die auch rübergegangen, ne? Die sind ja nicht einfach verschwunden oder so, ne? Warum Kohn klettern? Aber irgendwie, also, was denkst du irgendwie nicht nach, wenn du so jünger bist, habe ich so Gefühl. Die steht einfach da direkt. Und, oh mein Gott. Also was? Ja. Und so, naja, komm, wir sind ein Rätsel, da keine Wuchs, so etwas einfach in der Gegend herumliegen lassen würden. Möchte sein, es ist ziemlich unheimlich. Jetzt kriege ich etwas bei. Tu doch etwas. So, warte mal, wenn ich mit dir hier die Leute. Nee, ist immer noch nicht. Ich dachte, wenn ich vielleicht mit einem. Weil die haben ja extra so ein Bonus hier, ne? Du kriegst da irgendwie so Steinchen-Bonus, wenn du irgendwie Übersetzungen machst, ne? Ich habe gedacht, wenn ich einmal irgendwie den mit Protokolldruiden hier übersetze, dann wird das dann für alle übersetzt. Aber anscheinend nicht. So, wir räumen ja ganz schön ab auf Kashyyyk, würde ich gerade sagen, ne? Sind aber auch nicht irgendwie so viele Sachen irgendwie so Schrottsammler, ne? Wenn ja gerade mal keine Schrottsammler Sachen sind, dann tun wir halt richtig viel abräumen, ne? Da war bis jetzt nur ein Rennen und hier sind wir schon da. Jetzt ziemlich sicher, ich habe gleich hier alles abgeräumt. Da gibt es noch einen Charakter, ne? So, da müssen wir noch hin. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ich würde jetzt einfach mal raten,
Weil ich glaube, Schrottsammler haben ja irgendwie so ein Gleiter, ne? Da ist auch noch ein Stein, einfach so. Ah, ne, das Rennen. Ich habe mal einen Schrottsammler. Ich glaube, Schrottsammler haben so einen Gleiter, ne? Und ich nehme an, ich muss dann da so rüber gleiten. So. Oh, einfach so, okay. Bis dahin, boom. Schatz im Stamm. 3. Und einer wird wahrscheinlich hier durch das Rennen sein, einer wird hier da hinten sein. Das heißt, einen kann ich nur absahen. Wow. So. Wird er wohl irgendwie darüber kommen, ne? Aua. Pack die Bananen weg. Achso, ja, er hat jetzt so eine Granate. Ja, so ein Wasser. Ach, deswegen konnte Fraun hier einen. Ah, nee, Fraun ist ein Bösewicht, natürlich kann er Granaten werfen, ne? So. Ach nee, da ist da oben. Da waren wir doch gerade auch schon, ne? Weiß ja nicht, wie ich da hinkommen soll. So, was hier? War ja was vorhin? Ich weiß es nicht. Bip. Keine Ahnung. Ja, da oben war ja irgendwie nur ein Stein, aber ich wusste da irgendwie nicht auf den ersten Blick so, was ich machen musste, ne? Nee. Da ist das Rennen, ne? Da weiß ich nicht, wie ich hin soll. Wo ist der letzte da? Und schon habe ich doch gerade nachgeguckt, ne? So. Ich nehme jetzt einfach mal, ich muss da mit einem Gleiter irgendwie so rüber gehen, ne? Sonst wird mir jetzt hier nicht einfallen. So. So. Rüber da. Zack. Genau, hier war irgendwie sowas. Aber wie komme ich da hin? Da ist eine Kiste. Die muss ich irgendwie öffnen. Ah. Wie mache ich die auf? Oh, warte. Seht da. Wow. Okay, das war relativ chillig. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles, was wir absahen können, ne? Gib mir das. Unter der Terrasse. Ich kann natürlich hier diesen einen Trick benutzen, wo ich hier das Ding markiere, ne? Und dann sehe ich halt, wie ich dahin komme, ne? Obwohl ich weiß nicht, ob ich das dann sehe, aber ich glaube, im Moment haben wir ja alles abgesahnt, was wir absahen können, ne? Ich muss sowieso noch mal hier hin, weil ich hier Schrottsammler brauche, ne? Das, wir müssen so oder so noch mal hier irgendwann einen Abstecher machen. Also warten wir dann, ne? Gut, dann gehen wir noch mal nach. Machen wir als nächstes Utapau. Ich weiß nicht, warum ich mit Kashyyyk angefangen habe, obwohl Utapau eigentlich der erste Planet ist, den wir gefunden haben. Aber ich habe mir gedacht, so auf Kashyyyk sind noch so viele Sachen, die ich nicht. Keine Ahnung, es sind noch so viele Sachen, die ich nicht gefunden habe im Vergleich zu den Sachen, die ich schon gefunden habe. Deswegen habe ich mir gedacht, so gehen wir da erst hin, ne? Oh ja, wir haben alles abgesagt. Pau City. Richtig so Pau gemacht hat er, ne? War so richtig. Er hat so richtig Pau gemacht, verstehst du? Pau. So. Gut. Chewbacca, mach mal eine Pause. Wir sind nicht mehr auf Kashyyyk. Gucken wir mal. Großadmiral Thrawn. Boah, das ist auch ein cooler Charakter, ne? Boah. Der wurde irgendwie, weil nicht in Canon oder war in Canon oder in Legends, wurde irgendwie von seinen eigenen Kollegen irgendwie getötet, irgendwie sowas, weiß es nicht, von seinen eigenen Handlanger. So,
nicht gewusst, dass man da durchschießen kann. Aber wer? Okay. So, ich weiß immer noch nicht, was man hier machen soll. Ah, gucken wir mal. Gucken wir mal so ein paar Minuten, ne? Was ich hier finden kann, ne? Werden dem Part natürlich gleich. Upp. Hallöchen. Kommst du öfter hierher, Schnucki? Ich bin nur schade, dass die ganzen DLC-Charaktere keine Voice-Lines haben und so, ne? Und ja, DLC sind, ne? Und halt keine Dings mehr gehabt, ne? Keine. Die sind ja alle so nachgerückt, nehme ich an, ne? Was soll man machen, ne? Ja, alle die DLCs haben mich, weiß ich nicht, wie viel war das nochmal? 17 Euro haben die mich gekostet und das Spiel habe ich auch umsonst bekommen, weil ich das zu Weihnachten bekommen habe. Und da habe ich für den ganzen Spaß hier nur 17 Euro ausgegeben. Also plus DLCs und so. Ich finde, da ist immer noch. Damit ich klagen. Aber oh, er hat kein Dings. So, ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Mein erster Instinkt wäre natürlich wieder hier irgendwie mal mit meinen Jedis zu bauen, ne? So eine Brücke oder irgendwie so was. Sich da irgendwie dran, das sieht so aus, als müsste irgendwie klettern oder so, ne? Nee, da oder? Oh Gott, so. Will ich da hoch? Ich weiß es nicht. Oder eigentlich da unten hin. Muss ich einfach den hier machen. Ich dachte eigentlich, da wäre so ein Ding, ja. Muss ich einfach nur den hier machen? Ja. Gott. Brücke und Tunnel. Ja, ausgezeichnet. Glaube ich, Grogu gerade, ne? Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache einen Feierabend für heute, ne? Für diesen Part. Boom. Nicht das Baby, nicht das Baby. Ah, guck mal hier. Cool, ne? Gut, dann muss ich sagen. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns weiter nach um in Utapau, ne? Wir vielleicht den Part damit irgendwie starten, nachdem ich irgendwie was gefunden habe, was irgendwie lohnt hier zu erwähnen, ne? Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Ich würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.